Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von ARK. Der Patrick steht da auf der Landschunge, denn wir wollen jetzt gerade Free Willy spielen. Ich hoffe nur, der Megalodon springt hoch genug, ansonsten bist du platt. Du bist aber jetzt schon einen Schritt zurückgewichen, ne? Du hast schon Angst. Bisschen. Nein, der hat nicht Steine geschmissen. Wo dann sieht man, dass es dem Tribe da oben scheinbar zu gut geht? Sie haben zu viele Ressourcen, um so einen Scheiß zu bauen. So, Patrick, wir wollen mal Plesio und andere Tiere gucken. Oh, da habe ich wohl gerade irgendwas überfahren. Da kommst du. Ja, wo muss ich hin? Raus. Bin draußen. Ernsthaft, das ist ein Hai? Patrick, warum sagst du mir nicht, dass ein Hai hätte? Boah, wir müssen das Ding unbedingt mal zubauen. Der hätte auch ohne Probleme jetzt hier reinschwimmen können und unsere Viecher aufsnacken. Was mit Hai? Mit Hai meine ich einen großen schwimmenden Fisch. So. Diese Richtung. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bei dir vorbeigeschwommen. Boah, ohne Kack, dieses Spiel braucht definitiv sichtbare Namen, ey, die man weit sieht. Ja, dann gibt man die Richtung vor. Aber langsam. Oh. Hallo, ich bin groß und träge. Ja, ich brenn's nicht mal. Ich bin groß und träge und muss unterwegs ein bisschen essen. So, müssen wir mal schauen, wo wir sind. Was? Bist du? Ein Hai? Ich bin. Achso, Hai. Soll ich den Hai mal wegmachen? Kannst du ja. So, wo sind die zwei Kackbratzen? Hallo? Also der Hai ist weg und ich muss mal kurz auftauchen hier. Weil wegen Luft und keine Ausdauer mehr. Hä? Okay. Die Wand? Ich weiß schon wieder nicht, wo du bist, ne? Ja, ich such noch. Wo sind sie denn hin? Ach, davon hast du bestimmt geträumt. Nee, ja, dann habe ich Kampfmusik auch geträumt, ja? So, wo bist du? Was hast du auch geträumt? Kampfmusik dann. Achso, die hat dich schon getriggert, oder was? Ja. Hey, wo bist du jetzt? Ich bin, warte mal, ich komme eben nach oben. Ich bin einfach gerade mal gerade nach unten gegangen. Na toll. So, bin hier. Wo? An der Wasseroberfläche. Und wo? Im Wasser. Und wo? Da, wo du scheinbar nicht bist. Nee. Relativ nah noch an der Insel. Oder was heißt relativ nah? Ah, da. Ja, hab dich. So, wo muss ich jetzt hin? Ja, irgendwo unter Wasser. Okay, dann ich komm zu dir und dann folge ich dir. Das Problem ist, dass ich sprinten muss, um in der Geschwindigkeit runterzukommen. Alter, ist das tief hier. Sehe ich jetzt nichts. Ich sehe auch nichts, aber ich sehe eine Höhle. Boah, das wird hier total duster irgendwie. Ich glaube, ich möchte hier unten nicht sein, ey. Nein, nein, nein. Kleine Haifische sollten hier nicht sein mit kleinen Tauchern. Ah, hier sind sie. Ja, schön. Du jetzt schon wieder? Bei dem ganz hohen Felsen, also dass ich fast der an der Oberfläche ist. Ich musste schon wieder Luft tanken. Und dann komme ich rauf. Und vor allem muss ich schon wieder Ausdauer tanken. Ah, da hinten bist du, glaube ich. Ja.
da. Okay, denk dran, ich bin langsam. Ich bin ganz normal. Lass erstmal bis dahin, wo wir noch nahe der Oberfläche sind, dann runter. Weil dann kann ich nochmal einmal die Ausdauer und Sauerstoff tanken. So, hier müssen wir runter, oder was? Hier irgendwo habe ich sie gesehen, warte kurz. Okay, dann hole ich nochmal eben Luft. Ich muss ein bisschen Luft holen. Ich nicht so gut wie der Öse im Luft anhalten. Ich habe auch nur 220. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe 200. Da sind meine Freunde jetzt wieder. Kasse ist einmal auftauchen und sind sie wieder weg. Naja, sie sind nicht weg. Du verlierst halt einfach nur total schnell die Orientierung. Das wird das große Problem sein. Das auch. Ah nein, hier. Okay, hab sie wieder. Mit Haie. Kloppen die sich? Nee. So. Nicht bei mir, oder? Nein. Ah da. Schwimm jetzt geradeaus und ein bisschen nach links. Ja. So, dann ist hier ein Hai zum kaputt machen. Den mache ich als erstes mal weg. Dann muss ich aber direkt mal kurz wieder nach oben. Ja, ja. Boah, die ganzen Jäger haben sie, glaube ich, echt ein bisschen genervt, was die Ausdauer angeht. Irgendwie rum. Wo ist der? Da unten ist der. Oh, warte mal, da hatte ich gerade eine gute Sicht. Kann ich rückwärts schwimmen? Nee, ne? Okay. Ich hatte gerade die Kamera exakt so, dass das Wasser komplett ausgeblendet wurde. Ja. Hier unten ist einer. Der kommt zu mir. Oh Gott. Oh, da. Oh, da sind zwei. Oh. Wie lange verfolgen die dich? Die kann man besiegen. Also ich habe es schon geschafft mit meinen. Die tun jetzt erstmal nichts, oder was? Die tun jetzt erstmal nichts. Bis hierher gekommen sie nicht. Wenn ich jetzt näher rangehe, dann dreht der erste um. Du musst nochmal sein Gesicht ansehen. Ja, die sind total hässlich. Voll schnuckelig. Folgt er mir noch? Von der Oberfläche? Ja. Oh nee. Inchige weg. Wie kriegt man die denn dann eigentlich, Gar nicht, unter Wasser zähmen. Geh weg, Inchi. Ich verstehe die Problematik. Ja, warum? Ab einem gewissen Level kannst du eine Tauchausrüstung craften. Ah, okay. Ja, also und wenn man die Kamera richtig einstellt, kann man unter Wasser halt komplett gut sehen. Ob ich die beiden auf der Kamera gerade kriege. Ja, da unten war einer. Ups, warum sagst du mir nicht, dass ein Hai kommt? Weil ich nicht mal weiß, wo du bist. Moin. Okay, du Schäfer. Der hat gesessen. Der hat gesessen? Ja, die kommen. Wohin? An die Oberfläche oder was? Ja, die haben mich jetzt einmal gebissen und ich habe von 753 640. Ich möchte gerne wissen, wo du bist. Ich sehe dich nämlich gerade nicht. Hier. Rechts. Jum. Ah, da. Ja, die Viecher folgen dir jetzt gerade nicht mehr, ne? Nee. Ich möchte nämlich nur mal einmal kurz gucken, dass ich die Kamera so gedreht kriege, dass ich die erkennen kann.
Da unten ist einer. Zweiter ist gerade weiter weg. Willst du ihn angreifen oder was? Ich? Nee. Nicht? Unter Wasser hast du doch eine gute Sicht, denke ich. Ah, sie kommen. Ja, ich sehe es. Ich sehe die jetzt komplett von oben, also. Aber der zweite ist ein bisschen doof. Na komm. Ein Peak. Also schnell sind die Viecher nicht wirklich, ne? Wie gesagt, ich kann in denen. Hallo? Kommt die jetzt mal? Ich kann denen mit dem Frosch auch leicht entkommen. Mit dem Frosch sogar? Ja. Hier ist lecker Thunfisch. Ich glaube, ich komme noch mal einer runter. Vielleicht beiße ich die auch einmal. Ich gehe rauf. Ich sehe sie jetzt gerade nicht mehr. Wo sind sie da? Ich glaube, die haben viel HP, oder? Das geht eigentlich. Mein Hai hat 3000 Leben und 500% und schafft auch 2. Wird ein bisschen angekotzt. Auf jeden Fall ist es gerade arschkalt. Ich schwimme mal nach Hause zurück. Bis dahin sind wir, glaube ich, auch am Ende angekommen für heute. Jo, also einen kleinen Plesio-Abstecher gemacht. Mit Plesier! Also Ila, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwann mal längere Zeit nicht rüber gucke, liegst du immer tot da. Die sackt immer weiter zusammen. Weigert sich aber ins Bett zu gehen. So wie du im Teamspeak manchmal. Nein, ich schlafe einfach nur ein. Ich mach das halt phasenweise. Schwipp, 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 schwipp. Schwipp, 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 schwipp. Schwipp, 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 schwipp. Boah, Alter, sag mal dreimal schnell hintereinander Schwippe, ey. Da gehst ja einer in eine Schwippe. Dann wirst du beschwipst von. Ganz schön hintereinander. Wat, hat, wat, 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 nur hat. Was für ein Ding? Wat, hat, wat, 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 nur hat. Das kann ich ja nicht mal langsam sagen. Ja, wat, hat, dat, wat, 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 nur hat. Wat, hat, dat? Ja, dat. Ja, was hat er denn? Das, was das hat, oder was? Ja. Ja, das ist nicht das Problem. Das ist bei mir Standardwortschatz. Ich komme aus dem Pott, Kollege. Das und was ist nicht so das Problem. Ja, also, was hat das, was hat er, was nur hat. Das ist sehr, sehr melodiös. Dafür kann ich komplizierte Worte nicht aussprechen. Das ist auch normal für Pott. So, gib mal Essen. Okay, war ein bisschen erfolgreich. Hey, Trank Arrow, sehr schön. Eine Metal Hatchet. Wieso hat der eine Metal Hatchet in der Tasche? Naja, egal, ich will mich nicht beschweren. Ein bisschen Öl. Ich gehe ein bisschen trommeln. Geh nochmal trommeln. Auf meinen schönen Wardrums. Naja, du gibst dir jetzt halt nur wieder an, weil du hier einer aus dem Dekadenzcamp bist. Ja. Weißt du, wir geben uns auch mit kleinen Dingen zufrieden. Wenn du willst, kann ich dir eine machen. Nein, wir geben uns auch mit kleinen Dingen zufrieden. Wie zum Beispiel ein T-Rex auf Level 90. Also mir reicht nicht gerne Affe. Ja, ich weiß. Ich weiß, Ösi. Dir reicht es, wenn du einen kleinen Affe hast, mit der du den Scheiße schmeißt. Ja. Du bist ja hier sowieso der Fäkalkönig. Dankeschön. Bitteschön. Wieso habe ich die Granate noch auf der 8 liegen? Ach, scheißegal. Ich benutze die jetzt mal einfach. Ach nee, das war nur noch eingespeichert. Habe ich mich vertan. Es tut mir leid. Mann, Mann, Mann. Hast du schon gefreut, dass gleich Bums macht, ne? Ich dachte, du spannst dich in die Duft. Also wäre das jetzt ein Männchen, würde ich sagen, guck mal, dem hängt ein Ei zwischen den Beinen. Aber, weiß, sie hat wieder ein Ei. Hast du nicht gesagt. Doch, habe ich. Wieso? Nö, passt schon. Also Rex-Eier haben wir noch und nöcher. Wie sieht's mit Narkotics aus? 100 oder so? Nee. Wirklich? Keine Ahnung, hatte ich mal. Ich weiß nicht, was die anderen hier in meiner Abwesenheit gefeiert haben.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal die Abwesenheit feiern werde und deswegen sage ich bis zur nächsten Folge. Alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.